Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Belmont Gabriel. Und zwar diesmal mit ein paar Showdown-Juju-Matches. Einfach aus dem Grund, weil ich morgen wahrscheinlich mit Runic aufnehmen werde und ich da nicht unbedingt ganz unten bei 1000 Punkten rumgurken will, sondern eher bei 1100, auch wenn das nicht allzu hoch ist. Sieht man ja hier bei der Rangliste, die gerade lädt. Hier ist der unterste bei 1429. Und ja, genau, dass man wenigstens in die Nähe dazu kommt. Dazu habe ich mir ein kleines Team hier zusammengeklickt, das aus den zwei Pokémon, die ich benutzen wollte, besteht, nämlich Nidoking mit Lebensorb und Sheer Force. Das sieht man jetzt leider nicht. Jetzt hat man es ganz kurz gesehen. Ich habe keine Ahnung, warum die Fähigkeit so komisch angezeigt wird. Normalerweise ist sie hier. Dem Problem werde ich nachgehen. Mit Bodenkräften, mit Giftwelle, mit Icebeam und mit Flammenwurf. Die EVs sind natürlich klar, man will es so schnell wie möglich haben, deswegen da auch eine positive. Die EVs werde ich ganz kurz auf 0 setzen, einfach wegen Schmarotzer. Dann geht's weiter mit unserem Brigaron, natürlich mit Überresten und mit Kugelsicher. Ja, die erste Attacke wären die Schutzstacheln. Danach habe ich ihn natürlich als Stachelsetter, als Entry Hazard Setter benutzt. Dann weiter als mit Ableithieb für einfach ein bisschen Recovery zusätzlich und natürlich Egelsamen. Das Ganze ist vollkommen defensiv, also maximale HP, weil es ja resistent gegen Tarnsteinen ist, macht das auch nicht allzu viel aus. Und natürlich volle Defensive. Dann geht's weiter mit unserem Trikefalo. Das gleiche Set, das ich auch gegen Runic benutzt habe, Lebensorb und Schwebe. Mit Superkraft, Kehrtwende, Dracometeor und Finsteraura. Ja, minus Defensive. Einfach damit ich ein paar Spezialangriffe wechseln kann und ich zwei doch recht defensive Monster hier habe. Ein Donphan und ja, eigentlich auch Ausdost. Natürlich will man wieder so schnell wie möglich sein und auch so viel austeilen können wie möglich. Wenn ihr euch fragt, warum ich Superkraft bei diesen oder Superpower bei diesen Trikefalo hab, einfach weil Hytera ein wahnsinniges Monster ist, vor allem auch gegen mein Team. Genau, dann geht's weiter mit unserem Ausdos, mit White Herb, einfach damit ich die negativen Effekte von Hausbruch negieren kann. Natürlich mit Skill Link, damit ich bei Eisspeer und beim Steinwurf immer 5 Hits bekomme und nicht nur 2. Ihr kennt mich ja. Und als Surfer, als letzte Attacke, einfach für ja, für Fortress, also für Käfer, Stahl-Pokémon oder normale Stahl-Pokémon, die ansonsten meine normalen Attacken resistent sind. Oder auch gegen Stolos Mega. Das könnt ihr auch so sehen. Dann als nächstes dachte ich mir, ich brauche einen Rapid Spinner eigentlich. Weil ich eigentlich schon unser letztes Pokémon, nämlich unser Aerodactyl, wusste zu dem Zeitpunkt. Deswegen dachte ich mir, okay, ein Rapid Spinner wird auf jeden Fall, oder ein Turbodreher, der die Hazards von meiner Seite aus entfernt, wird auf jeden Fall benötigt sein. Deswegen Überreste Donphan mit Robustheit, einfach weil die andere Fähigkeit nicht unbedingt gut ist auf meinem Team. Ja, natürlich mit Tarnsteinen, weil ich auch einen Tarnsteinbenutzer brauche. Turbodreher, wie schon gesagt. Eissplitter einfach zur Priorität, falls ich irgendwie mal ein Viech Revenge killen muss. Und Erdbeben einfach als Stab-Move. Dann habe ich es diesmal spezialdefensiv gemacht, einfach aus dem Grund, weil mein Team recht schwach auf der speziellen Seite ist. Man sieht es hier überall. Aerodactyl ist da noch das stärkste. Oder ja, Trikefalo eigentlich gesagt, aber das macht sich schon durch Lebensorb mehr Schaden. Und ich habe ein kleines Problem gegen Flug-Pokémon, deswegen ist Donphan auch mit Eissplitter, auch wenn es nicht Stab ist, unsere Antwort dagegen und wir haben noch 4 übrig. Ja, die packen wir einfach mal in. Nein, nicht 8. 4. 4. So, die packen wir da mal rein. Habe ich hier irgendwo noch was übrig? Nein, haben wir nicht. Und unser letztes Pokémon, Aerodactyl, natürlich Mega Aerodactyl. Dadurch ist die Fähigkeit auch egal. Mit Aeroas, Steinkante, dann Homeclaws, damit ich halt Steinkante nicht verfehle und meine Attacke ein bisschen erhöhen kann. Und Verhöhner einfach. Falls ich jetzt als Lead einsetzen will, ich könnte auch hier, ich habe mal ein erfolgreiches Brigaron gespielt mit Verhöhner. Einfach für Sachen wie eben Fortress.
Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich werde gleich nachschauen, ich bin gleich wieder da. Forstelka war der Name. Ja. Ja, einfach für Forstelka oder für andere Sachen, wie zum Beispiel Hetäre, damit ich sie verhöhnen kann, sodass sie mich nicht mit Toxin angreifen können und so weiter. Genau. Aber diesmal habe ich mich für Egelsamen entschieden, einfach, ja, weil ich schon Verhöhner auf meinem Aerodactyl habe. Wir werden sehen, wie das Team ausläuft und ich suche mal einen Battle und wir sind wahrscheinlich gleich wieder da. Oder. Okay. Ich hoffe mal, dass er kein Gigasauger auf seinem Voltula hat. Sein Cresselia wird natürlich, obwohl, naja, wir haben hier ein Trikefalo, das sollte eigentlich recht gut damit klarkommen. Ich sehe jetzt keinen wirklichen großen Gegner für mein Trikefalo. Für unser Brigaron wird das wahrscheinlich Aerodactyl sein. Mit was will ich denn leaden? Eigentlich mit Donphan. Wir hätten Toxin vielleicht auf Donphan setzen sollen, fällt mir gerade auf. Er hat einen Defogger in seinem Gligar. Aber ich glaube, Nidoking kommt auch durch. Leider kann Nidoking keine Finsteraura lernen. Das wäre nämlich sehr, sehr cool gewesen. So, aber mit was fangen wir an? Ich glaube, ich will meine Tarnsteine aufkriegen. Und es hier sweept. Unser Ausdos könnte potenziell sweepen, wenn ich das Empoleon schwächen kann. Ich glaube, ich fange mit unserem Brigaron an. Einfach aus dem Grund, damit ich einen Spike aufkriege. Ja, ich glaube, Toxin wäre echt nett auf unserem Donphan. Aber was tue ich weg? Ich glaube, ich tue Eissplitter dafür weg. Das werde ich auch gleich ändern. Ihr seid da live dabei. Toxin, Toxic. Okay. Ja, das war jetzt nicht unbedingt allzu viel Schaden. Unser Donphan hält das, glaube ich, etwas besser aus. Ja, hat mehr HP und ist ein bisschen, ja, hält ein bisschen mehr aus der speziellen Seite. Ich glaube, ich wechsle da auch gleich rein. Wir sind schneller mit unserem Aerodactyl. Ja, Donphan wird mein Wechsel sein. Da kann er so viel für sein Käfergebrumm gehen, wie er will. Ich gehe ganz kurz für ein Erdbeben, weil ich weiß, ich kann sein Voltula auf jeden Fall to-hit KO'n. Allerdings, ja, wir haben nur noch Eissplitter gegen sein kleines Gligar hier. Gegen sein Machomai oder Machomai, wie ihr es aussprechen wollt, haben wir ja auch. Ja, hier haben wir auch schon das kleine Gligar. Und ich bin gespannt, wie viel Schaden wir ihm machen werden mit unserer Eisattacke. Ich muss das Empoleon irgendwie wegkriegen. Für unser Ausdos. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Sein Gligar kann ich ausstallen, einfach weil ich genügend Eis. Das macht keinen Schaden. Null Schaden, einfach null. Okay, das ist nicht allzu gut. Ich werde jetzt in unser Aerodactyl, glaube ich, wechseln sogar. Ja. Ich werde in unser Aerodactyl wechseln, einfach weil ich mit ihm als Lead sein Empoleon schwächen kann, weil es sein einziger Switch-in ist für unser Aerodactyl. Deswegen ist das, glaube ich, ein recht guter Switch. Toxin. Das war jetzt blöd, dass er für Toxin gehen konnte. Allerdings, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ich gehe für Homeclaws, um eben meine Stats ein bisschen zu erhöhen. Gehe auch sogleich für eine Steinkante. Einfach weil es meine beste Attacke ist. Und ich bezweifle, dass sein kleines Gligar hier viel aushält von unserem Mega-Aerodactyl. Ich hätte natürlich auch für einen Verhöhner gehen können. Allerdings ist mein einziges Pokémon, das wirklich schwach ist. Und unser Ausdruck ist aber auch schwach dagegen.
Ein Crit. Das ist perfekt. Wir haben einen kleinen Threat für unser Chestnut und unser Donphan weg. Wir treffen außerdem immer unsere Steinkante wegen unserem Boost. Wir haben 3x8, das sind 24%, also 104% Treffergenauigkeit. Das sollte normalerweise reichen, um sie zu 100% treffen zu können. Er könnte jetzt allerdings auch in sein Machomai wechseln. Allerdings sehe ich keine Gelegenheit für ihn, irgendwie sein kleines Gliga zu erholen. Was? Ich kann verfehlen? Wie das? Wir haben ein 1,33... Hä? Habe ich irgendwie was falsch gerechnet? 10% von 80 sind doch... Egal, ich gehe nochmal für ein Aeroas. Das sollte ihn jetzt töten. Ja, auch wenn mein Mega Aerodactyl darunter leiden musste. Er hat auch ein Mega Aerodactyl. Allerdings haben wir dafür genügend, sage ich jetzt mal. Ich werde in unser Donphan wechseln und sogleich für einen Turbodreher gehen. Er wird nicht in der Lage sein, uns mit einer Attacke ausnocken zu können. Genauso wenig wie unser Cloyster, und danach könnte ich ihn potenziell sweepen. Obwohl ich nicht ganz sicher bin. Er geht für Erdbeben, das macht so gut wie keinen Schaden. Sein Defogger ist auch weg. Sein Empoleon könnte es aber auch sein. Muss man dazu sagen. Und ja, wir haben unseren Nidoking für ihn. Deswegen bin ich da nicht unbedingt. Okay. Aeroas macht eigentlich weniger Schaden als Erdbeben. Obwohl, nein, es ist Stab. Es ist Stab und durch seine Fähigkeit geboostet. Ich könnte jetzt natürlich in unser Austausch wechseln. Das würde ich allerdings nur machen, wenn es Königstein wäre. Einfach, weil ich dann immer eine Chance habe, zu 50% ihn zurückschrecken zu lassen. Allerdings werde ich jetzt in unser Nidoking wechseln und für die sicherste Attacke gehen, die ich kann, nämlich Ice Beam. Für unser Trikefalo hat er nichts mehr. Oh, das hat viel Schaden gemacht. Und er hat es überlebt. Er ist ein bisschen spezialdefensiv, das ist interessant. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt für unseren Austoss-Wechsel gehen. Einfach weil ich es kann. Und er mir ziemlich nah an keinen Schaden Damage machen wird. Und er danach auch keinen Wechsel mehr hat da rein, außer sein Empoleon natürlich. Ich glaube aber, sein Empoleon wird etwas Schaden durch Surfer nehmen, deswegen kommt drauf an natürlich, ob spezialdefensiv oder physisch defensiv ist. Wird Empoleon, ich schau mal ganz kurz nach, ob Empoleon immer physisch besser ist oder speziell. Empoleon. Ja, definitiv spezialdefensiv wird's gespielt. Das macht einen Haufen Schaden, wenn er Patronenhieb auf seinem Machomai hat, dann ist das natürlich schlecht für uns jetzt. Ich will nicht verfehlen, allerdings werde ich für Surfer gehen, ihm in den Glauben lassen, dass wir speziell sind. Einfach, vielleicht hilft's ja, dass er sein Cresselia reinwechselt und ich ihn mit Eisspeer töten kann. Auch wenn sein Empoleon wahrscheinlich der nächste Switch ist, in den er gehen wird. Aber ich sehe auch keine Möglichkeit. Ja, da ist das Empoleon, das uns dann Probleme bereiten wird. Wir haben auch nichts mehr gegen sein Voltula. Was mir ein bisschen Sorge bereitet. Wir machen ihm so gut wie keinen Schaden. Vielleicht hätte ich wechseln sollen. Allerdings macht unser Austoss auch keinen Schaden mehr. So. Und was wechseln wir? Wir wechseln in unser Trikefalo. Und gehen für eine Superkraft. Das sollte, ja, das ist definitiv genug, um das Empoleon auszunocken. Allerdings haben wir jetzt das Problem, okay? Weiß er nicht, dass ich gemixt bin, oder? Oder hat er... Er hat... Ah, okay. Er hat diese Attacke und dadurch haben wir wahrscheinlich unser erstes Match verloren. Ah, okay, wir haben unser erstes Match verloren. Das ist schön. Dieses Team ist dann wohl doch nicht so gut, wie ich dachte.
Allerdings könnte ich einen kleinen Vorteil gegen dieses Team haben. Überlegen wir mal. Alles von ihm ist geerdet, was auf jeden Fall für unser Nidoking einen Freiraum offen lässt. Er hat einen Nachtara, allerdings haben wir einen Hydreigon, ein Trikephalo. Für unser Austausch hat er ein, hat er sein Aquana. Und natürlich sein Embryo. Also unsere Win Condition würde wahrscheinlich unser Trikephalo darstellen. Und unser Nidoking, weil ich einfach Erdkräfte spammen kann, wie noch was. Einen besonders großen Gegner sehe ich in seinem Austausch selbst, weil je nachdem, wer zuerst aufsetzt, hat gewonnen, effektiv. Und ich glaube, ich werde mit unserem Trikephalo sogar leaden. Obwohl, er hat keinen Turbodreher. Ich fange definitiv mit unserem Donphan an. Okay, das ist nicht gut. Allerdings haben wir Toxin. Und das werden wir auch benutzen, definitiv. Wir werden aber wahrscheinlich auch ein paar Pokémon opfern müssen, wahrscheinlich. Auch wenn mir das überhaupt nicht gefällt. Wenn ich das Toxin jetzt verfehle, dann wahrscheinlich noch ein paar mehr. Aber wir werden sehen. Hier ist der Hausbruch. War natürlich klar. Wahrscheinlich wieder mit White Herb. Ja. Jetzt werden wir sehen. Und ich glaube, das ist Game. Das ist definitiv Game. Das ist super. Das ist ja mal hervorragend. Je nachdem, ob unser Austausch überleben kann oder nicht. Wir sind Max Speed. Von dem her sollte es klappen. Nein. Wir haben verloren. Einfach, weil wir unser Toxin verfehlt haben. Das ist auch schön, wenn man eine 90% Chance hat und dann einfach ja, verkackt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, heute sollte ich einfach mal aufhören zu spielen, was ich nach dem Match auch machen werde, einfach weil ich das Gefühl habe, dass wir heute gehackt werden. So. Er hat auch kein... Okay. Okay. Nidoking wird auf jeden Fall die Win-Kondition sein. Unser Austausch hier kann wahrscheinlich nicht sweepen. Er hat einen Spinner in seinem Tentoxa. Ich glaube allerdings, ich werde mit unserem Minidoking anfangen. Er hat einen Ballon auf seinem Landturm. Das ist interessant. Ich werde jetzt in unser Brigaron wechseln. Jo, das habe ich predicted. Unglücklicherweise kriegt er die Verbrennung. Allerdings werde ich ja sogleich für unseren Ableithieb gehen, um seinen Ballon platzen zu lassen. Er wechselt aber in sein Gudra hinein. Okay, das wird wahrscheinlich mit Kampfweste ausgestattet sein. Jedoch werde ich in unser Donphan wechseln. Ja, das wird sehr wahrscheinlich, ja. Das macht mir jetzt nicht allzu viel aus. Ich werde auch für ein Erdbeben gehen. Einfach, um ihm etwas Damage reinzudrücken. Oder er wechselt in sein Landhorn, das ist auch möglich. Ich will auf jeden Fall seinen Ballon platzen lassen, deswegen gehe ich für Turbodreher. Er kann gerne für seine Wasserattacke gehen. Das stört mich nicht. Das stört mich auf keinsten Wege. Wenn er allerdings für Voltwechsel geht, während er, was weiß ich, was voraussieht, dann soll das auch so sein. Allerdings geht er für einen Ice Beam, während er mein Brigaron wahrscheinlich predicted hat. Er wird jetzt wahrscheinlich für eine Wasserattacke gehen, weil er Angst hat vor einem Erdbeben von mir. Deswegen werde ich in mein Trikephalo wechseln. Oder er geht einfach nochmal für einen Ice Beam. Okay, das ist definitiv komisch. Jedoch werde ich für einen Draco-Meteor gehen. Und verfehlen. Ach ja, ist das nicht schön. Schön, wenn man merkt, dass die Welt einen liebt.
So, Erdkräfte sollten genug sein, um seinen Landhuhn auszunocken. Ja, definitiv. Wenigstens haben wir noch unser Nidoking. Sein Aquana. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich werde in unser kleines Chestnut wechseln. Ja, das macht so gut wie keinen Schaden. Und ich gehe direkt für Egelsamen, einfach damit ich ein bisschen Damage setzen kann von seinem Aquana oder von seinem Tentoxa oder von was weiß ich. Okay, er wechselt in sein. Er hat Zap-Zippe auf seinem. Okay. Das ist definitiv interessant. Was machen wir jetzt? Ich wechsle definitiv in unser Donphan. Er geht für Ice Beam, das ist okay. Wir werden eingefroren, das macht jetzt keinen Unterschied mehr. So wie ich das beurteilen kann. Ich werde definitiv in unser Austoss gehen und einfach mal einen Eisspeer abfeuern. Okay, das ist komisch, dass er es drin lässt. Und er hat eine Weakness Policy, also ist er offensiv. Wir haben allerdings einen großen, großen Gegner. Das heißt, jedes Mal, wenn ich. Wieso? Okay. Ich werde weiter für einen Eisspeer gehen. So, er könnte für Agilität gehen. Cotton Guard. Das wird dich nicht retten. Vielleicht hat er irgendwas predicted. Keine Ahnung. Mich wundert es nur, dass es nicht Mega Ampharos ist. Vielleicht war es auch Mega Ampharos. Sonst hätte er wahrscheinlich mit Cotton Guard Überreste. Sein Empoleon ist drin. Und hat einen Ballon. Das ist auch interessant. So, für was gehe ich denn? Für was gehe ich denn? Ich glaube, für einen Eisspeer nochmal. Einfach damit ich die paar Prozent Damage auf sein Empoleon kriege. Und mit unserem Nidoking dann sweepen kann. Er geht für eine. Das ist ein offensives Empoleon. Definitiv. Erdkräfte, wir sind auf jeden Fall schneller. Das ist weg. Und jetzt wird wahrscheinlich sein Aquana wieder reinkommen. Ja. Ich werde jedoch für unsere Erdkräfte gehen. Okay, er geht für einen Siedewasser. Jedoch werde ich wahrscheinlich schneller sein durch unser Aerodactyl dann. Wieso bin ich für Erdkräfte gegangen, wenn ich eigentlich für. Okay, er geht für Regentanz. Wieso? Das, ja, das Spiel hat auch auf jeden Fall weggechoked. Er geht für Schutzschild, das ist okay. Und irgendwie ist der Lag verschwunden. Das ist extrem komisch. So, sein Aquana ist weg. Ich glaube, dass sein Tentoxa, weil Tentoxa meistens Speed Investment hat, das auf jeden Fall überleben wird und auch schneller als ich sein wird. Auch von dem Bild von seinem Team, ja. Er hatte allerdings auch Überreste mit seinem. Wie heißt es? Okay, ich bin immun allerdings gegen seine. Gegen seine Bombe, weil ich einfach die Fähigkeit Kugelsicher habe. Und er hat auf jeden Fall nicht Liquid Ooze, sondern wahrscheinlich Raindish, oder? Naja, ich habe es nicht gesehen. Weil ich keinen Spike aufbekommen habe. Ich gehe auf jeden Fall jetzt für unser Spiky Shield. Er hat Gift Spray. Das ist auch interessant. Ich glaube, ich werde für einen Drain Punch gehen. Ja, definitiv für einen Drain Punch. Auch Gift Spray ist anscheinend eine Kugelattacke. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das ist interessant. Durchaus. Ich glaube, dass seine letzte Attacke Turbodreher ist. Deswegen werde ich mal einfach nicht für irgendwas anderes gehen. Und ich glaube, durch das, dass unser letztes Pokémon unser Mega Aerodactyl ist, haben wir gewonnen. Deswegen werde ich auch einfach weiter für Ableithieb gehen. Einfach, er hat Gigasauger. Okay, das ist interessant. Er hat auf jeden Fall Black Sludge. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall gewonnen, ja. Wäre er nicht für Regentanz gegangen mit seinem Aquana, hätte er auf jeden Fall eine Chance gehabt zu gewinnen. Und wir hätten weiter sagen können, oh, welch ein Jammer.
Wir haben zweimal verloren und nur einmal gewonnen. Ja, die Hexgötter standen diesmal wohl nicht auf meiner Seite. Und ich werde das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir beim Verlieren zuzusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der letzte Kampf gefallen hat, bei dem ich ausnahmsweise mal gewonnen habe. Genau. Außerdem lasst mir Kommentare da, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder wenn ihr irgendwas verbessert haben wollt, sagt mir einfach Bescheid. Also, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.